Yo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde. Ich muss mir das unbedingt noch umgewöhnen, dass ich Let's Play sage. Wir spielen heute hier eine auf der Singleplayer-Welt weiter. Und ich habe ja letzte Folge gesagt, ich farme eine halbe Stunde an der XP-Farm, die wir ja zwei Folgen lang gebaut haben. Und wie ihr seht, in meiner XP-Leiste, wir haben 64 Level. Tatsächlich habe ich nicht mal eine halbe Stunde gefarmt, sondern nur 17 Minuten, weil ich danach weg musste. Also wirklich nur 17 Minuten. Und daraus haben wir diesen Loot hier bekommen. Fast 4 Stacks Gold. Das muss man sich mal geben. Fast 4 Stacks Gold, nur weil wir 17 Minuten an der Farm standen. Und halt, ich glaube, 24 Level. Wir waren vorher, glaube ich, auf 40 oder so. Es ist so lohnenswert. Und mit diesen 64 Leveln werde ich natürlich jetzt erstmal was machen. Denn wir werden uns jetzt auf jeden Fall als allererstes erstmal ein paar Dia-Tools machen. Ich denke mal, das ist einfach ein sinnvolles Spitzhacken, haben wir ja genug. Deswegen würde ich jetzt erstmal auf Schaufeln und Dia-Äxte gehen. Und auf jeden Fall nochmal auf Rüstungsteile. Und dann will ich auf jeden Fall auch noch Schilde verzaubern. Ich weiß, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht, was man auf Schilden bekommen kann an Verzauberungen. Aber ich würde sagen, das werden wir heute auf jeden Fall herausfinden, was man so auf Schilden bekommen kann. Und ein Schwert. Oh, ich werde mir auf jeden Fall noch ein Schwert machen. Ein Dia-Schwert, 2 Stück, die wir verzaubern können. Schwerter sind auch wichtig. Hä? Kann man das Schild nur verzaubern, wenn man da ein Buch aufzaubert oder so? Oder geht das überhaupt gar nicht? Weil eigentlich kann man doch ein Schild verzaubern, oder? Keine Ahnung, Leute. Okay, Rückschuss 2 auf dem Schwert, Haltbarkeit 3 auf der Brust. Haltbarkeit 3. Schutz 4 auf der Hose. Und Behutsamkeit. Das ist schwierig. Ich würde sagen, Behutsamkeit ist auf jeden Fall seltener. Und unsere Behutsamkeitsschaufel ist ja auch schon wieder fast kaputt. Deswegen würde ich einfach sagen, wir gehen auf Behutsamkeit. Oh, und das ist natürlich perfekt. Schutz 4 auf dem Helm. Ich gehe auf Schutz 4. Okay, sehr gut. Wir nehmen mal Verbrennung. Es ist nur Verbrennung 2, auch schade. Okay, über Haltbarkeit 3, dann gehen wir mal da. Haltbarkeit 3, Efficiency 4, sehr gut. Ich würde sagen, ich nehme erstmal Efficiency wieder. Efficiency und Glück. Ich würde sagen, wir nehmen einfach auf dem Buch Efficiency 4. Und Efficient. Was ist Mehrfachschuss? Mehrfachschuss. Stimmt, es gibt eine Armbrust. Eine Armbrust gibt es. Armbrust, oh, die habe ich vollkommen vergessen. So eine Armbrust, da craften wir jetzt einfach mal direkt 2 von. Schnellladen 1, Durchschuss 4, Haltbarkeit 3. Ich habe keine Ahnung, was das für Enchantments sind. Also Schnellladen ist auf jeden Fall, denke ich, dass man schneller lädt die Armbrust, aber sonst absolut gar keine Ahnung. Schärfe 4 auf dem Schwert würde ich jetzt einfach mal so nehmen. Schärfe 4, Schwungkraft 3, Schwungkraft haben wir tatsächlich noch nicht. Und jetzt nochmal Schnellladen 2 auf der Armbrust, das nehme ich jetzt einfach auch mal. Und Mehrfachschuss. Okay, ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was das jetzt alles bringt. Und ich gebe jetzt auch direkt 20 Level aus, dann haben wir Schärfe 5, Schwungkraft 3, Verbrennung 2 und ein Haltbarkeitsschwert. Ich denke mal, außer Mending gibt es da jetzt nicht viel, was man noch besser drauf machen kann. Und auf die Axt tue ich jetzt auch das Efficiency-Buch. Dann haben wir noch eine Efficiency 4 Axt. Und dann sieht das doch auf jeden Fall schon mal ganz gut aus von dem Equipment her, was wir hier jetzt haben. Also das ist wirklich top. So, aber Leute, nachdem ich jetzt die 64 Level erstmal direkt komplett wegverballert habe, habe ich mit euch heute was vor. Denn ich möchte heute eine To-Do-Liste machen, weil ich habe echt schon viel in dem Projekt geplant. Und das würde ich gerne einmal aufschreiben, damit wir das auch im Überblick haben. Und die Farm funktioniert auch nicht. Heißt, wir müssen auf jeden Fall uns das hier später nochmal angucken. Und uns mal ansehen, wie das alles oder warum das alles nicht funktioniert. Ich habe da schon mit einem Zuschauer auf Insta drüber geschrieben. Der hat mir auch geschrieben, warum das ist. Und da muss ich halt mal gucken, ob man das verbessern kann oder nicht. Weil das gebratene Fleisch landet halt nicht in der Kiste, sondern verbrennt. Und das ist natürlich alles ein bisschen unvorteilhaft. Boah, das ist so chillig. Endlich habe ich alle Tools komplett verzaubert. Und wir brauchen uns keine Sorgen mehr machen, dass wir irgendwas nicht haben. Wir haben die XP-Farm. Wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, yo, ich konzentriere mich jetzt voll und ganz auf das Bauen. Ich will auf jeden Fall auch noch ein, sobald wir ein Stück was gebaut haben, will ich noch ein Abteil bauen, unterirdisch wahrscheinlich. Wo wir dann auf jeden Fall automatische Farm en masse reinbauen werden. Kürbis-Farm, automatische Weizen-Farm, automatische... Eisenfarm will ich auf jeden Fall noch bauen, Eisenfarm apropos. Und Leute, ich baue hier jetzt alles erstmal frei, weil ich habe auf jeden Fall vor, dass wir die To-Do-Liste hier in das Haus bauen werden. Und dank der Behutsamkeitsschaufel können wir sogar das Dach später, was ich ja hier vorhabe zu bauen, was ja alles so ein bisschen natürlicher, gärtlicher fast werden soll, dann können wir nämlich das Dach direkt zu Ende bauen, ohne dass wir 3 Jahre warten müssen, bis der Rasen gewachsen ist. Und wir haben jetzt auch genug Ressourcen, um halt später aus dem Dorfbewohnerdorf, was ja 300 Blöcke hiervon entfernt ist mit einer Bahn,
die Dorfbewohner hierher zu bringen und wie man die vermehrt, das ist ja kein Problem hier in der 1.14, dass wir nämlich dann auch ganz easy die Eisenfarm bauen können. Die Eisenfarm wird nochmal ein Ding und wenn wir die Eisenfarm haben, dann gibt es eigentlich nichts mehr an Stoff außer Kohle und sowas wir farmen müssen. Kohle, Dias und Eisen. Nur Kohle und Dias müssen wir dann noch farmen. Und halt sowas wie Redstone und sowas, aber das werden wir nie automatisieren können. Und was es gut ist, wenn die Villager hier sind, wenn wir die paaren, werden die halt Trades bekommen. Und die Trades mit Villagern traden ist eine der besten Sachen, wie du an Items kommst in Minecraft. Und das wird uns dann halt auch so voranbringen, da werden wir so viel draus machen können. Leute, ich bin hier eigentlich gerade am Bauen und wollte euch eigentlich nur das Endergebnis zeigen. Ich habe jetzt hier so ein Ding gepflanzt, so eine riesen Tanne und hier ist einfach Potzrull jetzt gewachsen. Durch diese Tanne scheinbar, weil ich brauche Fichtenholz und wollte jetzt nicht aus kleinen Bäumen das ganze Fichtenholz sammeln. Und jetzt habe ich aus dieser riesen Tanne scheinbar irgendwie Potzrull bekommen. Keine Ahnung, warum hier Potzrull dazu spawnt. Das war eigentlich, also in den früheren Versionen war es auf jeden Fall nicht so. Warum kommt da Potzrull einfach, der Boden wird einfach zu Potzrull, wenn man die pflanzt. Das ist geil, dann braucht man kein Potzrull-Biom suchen, sondern kann es direkt so bekommen. Also falls ich das Potzrull mal brauche, um zum Beispiel Wege zu bauen oder irgendwas, dann ist es natürlich ganz gut. So Leute, also ich habe hier jetzt ein bisschen was gebaut, wie ihr seht. Ich habe hier ein bisschen was verbessert. Und ich habe mir überlegt, man kommt hier so von hier rein, der Eingang und so wird natürlich auch gebaut. Dann geht man so eine, und ich weiß nicht, was das immer für Ruckler sind. Dann geht man so eine Treppenstufe runter, kommt hier so rein und sieht das. Hier, das hier wird die To-Do-Liste. Das schreibe ich jetzt hier oben direkt mal hin. Da oben steht jetzt To-Do-Liste. Das wird die To-Do-Liste und so habe ich mir das alles in dem kompletten Haus hier vorgestellt und später, wenn wir dann einen Keller haben, geht zum Beispiel hier eine Treppe runter und der führt dann in den Keller zu der riesigen Bibliothek etc., was ich euch ja alles schon gesagt habe, was ich geplant habe und was ich alles geplant habe, werde ich jetzt ja auch gleich reinschreiben, aber vorher zeige ich euch jetzt mal, wie ich das hier außen so designt habe. Ich habe so ein bisschen versucht, das so ein bisschen mit den Materialien zu bauen, die ich halt nun mal habe und so sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich das komplette Haus so verkleiden werde, aber irgendwie so in die Richtung habe ich es vor, mit ein bisschen vielen Fenstern, aber nicht zu großen Fenstern, immer so ein bisschen halt. Auch ein bisschen Tiefe mit reinbringen. Die Balken habe ich euch ja alles schon so mal erklärt in den ersten paar Folgen, die ja auch tatsächlich noch ungeschnitten waren. Das ist ja gefühlt schon eine andere Dimension im Gegensatz zu dem, was es jetzt ist. Und den Enchanter werden wir natürlich dementsprechend dann auch umstellen, dass man im Prinzip hier runter guckt, geradeaus guckt, dass hier dann vielleicht 3-4 Blöcke runter geht mit einer Treppe und man direkt hier durch Fenster hinaus guckt auf das Meer. Ich denke mal, das wird richtig, richtig cool. Aber ich wollte euch jetzt hier einfach mal zeigen, wie ich mir das gedacht habe. Mit der Decke bin ich noch nicht zufrieden. Da mal gucken. Und ich habe jetzt hier oben auch, wo jetzt gleich massig viele Monster spawnen werden, denke ich mal, habe ich jetzt auch alles mit grüner Schicht bedeckt. Aber sonst seht ihr, habe ich jetzt hier alles bedeckt und hier wird ja dann später alles im Prinzip mit Weizen bepflanzt und ich denke mal, dann sieht es von außen echt cool aus und dann haben wir aus diesem Haus, was eigentlich ein komplettes Fail-Haus ist, sogar ganz schön was gemacht, finde ich. Und da war der Leck schon wieder. Ich muss unbedingt gucken, was das ist, dass immer auf dem gleichen Block der Leck ist. Naja, aber was ich jetzt hier als erstes hinschreibe, wird der Hafen. Den Hafen werden wir auf jeden Fall in den kommenden Folgen direkt bauen. Unten der Hafen, das ist ein Ding, was echt mir wirklich am Herzen liegt, weil das wird so der Anfang sein von im Prinzip allem, was wir machen wollen. Dann möchte ich auf jeden Fall hinschreiben, Untergrund automatische Farmen, die wir dann im Prinzip bauen. Dann müssen wir natürlich das Main House hier oben beenden. Das steht auf jeden Fall auch noch drauf. So, dann habe ich vor, die Bambus beziehungsweise die Zuckerrohrfarmen zu verändern, beziehungsweise schöner zu bauen, ansehnlicher auf jeden Fall zu bauen. Und definitiv steht dann noch auf dem Plan, an dem Bauspot, den wir da unten gesehen haben, auch schon ein paar Folgen her. Ich kann euch den jetzt auch nochmal gleich ganz kurz zeigen. Der müsste, man sieht ihn von hier nicht ganz gut, aber da unten diese Fläche, da unten, nicht da, wo der Zombie steht, sondern dahinter, diese Fläche will ich bebauen. Da sollen Häuser hin, ein paar Wege, aber halt heftigere Häuser als das, was wir hier jetzt haben. Und dann müssen wir auf jeden Fall die verschiedenen Spawner ausbauen. Weil wir haben ja einmal einen Cave-Spider-Spawner, einen Spider-Spawner und einen Skelett-Spawner gefunden in den Erkundungstouren. Die will ich ausbauen und da kommt gleich dazu, dass wir eine Untergrundbahn, sage ich mal, bauen müssen. Dann will ich auf jeden Fall Villager hierher bringen, eine Villager-Farm sowie dazu gleich eine Eisenfarm. Das kommt ja dann mit den Villagern. Die wollen wir auf jeden Fall bauen, eine automatische Eisenfarm. Definitiv, das ist richtig, richtig wichtig. Und dann habe ich vor, einen sogenannten Unterwassertempel trocken zu legen, sowie eine Farm dazu zu bauen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das da perfekt draufschreiben kann, aber eine Guardian-Farm will ich auf jeden Fall auch bauen. Und mit den Guardian-Blöcken und den Blöcken, die wir aus dem Wassertempel bekommen, kann man dann auch noch eine ganze Menge anstellen. So, dann habe ich auf jeden Fall vor, die Tierfarmen zu bauen.
Das ist natürlich auch nochmal was sehr, sehr wichtig ist, dass wir alle Tiere haben, die man irgendwie, von denen man irgendwie Stuff bekommen können, dass wir daraus ordentliche Farmen bauen. Und was mir dann auf jeden Fall noch wichtig wäre, wäre ein richtig geiles Aquarium. Und später, schon zum, denke ich, ziemlich nahen Ende hin, mal gucken, will ich eine fette Brücke bauen, aber so eine schöne Brücke, oder mal gucken, vielleicht auch eine Untergrundbahn, die dort rüberführt. Und dort drüben haben wir eine Bergsektion, die so passend ist, einfach die so perfekt ist für eine richtig heftige Burg, beziehungsweise ein richtig heftiges Schloss. Und mit Burg oder Schloss meine ich jetzt nicht irgendwas Kleines, nein, sondern wirklich was überdimensional heftiges, also wirklich was hinter eurer Vorstellungskraft liegt, so gefühlt. Und worauf ich auf jeden Fall noch mega Bock habe, was auch wichtig wird, wird die Nether-Verzweigung, sage ich jetzt einfach mal, dass wir unsere jeweiligen Spots über den Nether miteinander verzweigen und sozusagen im Nether rumtraveln können, hin und her rennen können. Das wird, denke ich, auch auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Und sonst seht ihr, ich habe sehr, sehr viel vor, werd wahrscheinlich auch definitiv alles schaffen und stresst ja hier in dem Projekt niemand. Aber es ist echt viel, eine Menge, viel, viel, eine Menge zu tun. Ich habe wirklich echt krass, krass was im Kopf, was hier entstehen wird. Diese Welt wird so hammermäßig und ich will es auch wirklich durchziehen. Und wenn ich hier mit euch noch in 3 Jahren bei Folge 3000 gefühlt sitze und wir das zusammen bauen, ist es mir egal. Ich will das alles zu Ende bringen. Mich entspannt dieses Projekt so krass. Ich finde das so geil, hier einfach mit euch ein bisschen zu quatschen und nebenbei die Folgen hochzuladen, die zu schneiden. Das macht mir so viel Spaß, Alter. Ich gehe da drin richtig auf, Leute. Ich gehe da drin richtig auf. Ich finde das klasse und ihr seht, ich habe eine Menge vor. Falls ihr Ideen habt, was ich noch bauen soll, ich bin immer offen dafür. Nur das ist erstmal das, was in meinem Kopf so rumgeschwirrt ist, immer mal wieder, was ich unbedingt bauen wollte. Und was noch fehlt, was die To-Do-Liste dann so mit beendet, wäre die Bibliothek. Aber wenn ich von der Bibliothek rede, rede ich auch nicht von einer kleinen Bibliothek, sondern von was echt coolem. Was mir gerade nochmal einfällt, das letzte Schild, was wir jetzt hier oben setzen werden, ist auf jeden Fall den Enderdrachen beziehungsweise den Wither zu töten und eine Elytra uns zu besorgen. Ich denke mal, den Enderdrachen werden wir sogar killen, bevor wir viele Punkte hier von der To-Do-List abarbeiten werden. Aber ihr seht, ich habe viel vor. Hier wird auf jeden Fall auch noch eine ganze, ganze Menge passieren. Ich denke mal, das wird für euch vor allem auch sehr, sehr, sehr spannend in kommender Zeit. Da wir jetzt nun mal alles haben, was wir brauchen, das Einzige, was halt mal wieder passieren wird, dass wir eine Farming-Folge machen, wo wir dann aber wirklich direkt 2, 3 Stacks die rausholen. Und dann haben wir eigentlich alles abgeschlossen. So, Leute, ich habe hier jetzt ganz kurz nach meiner Planung noch ein bisschen weitergebaut. Und wie der Zufall es will, ruckelt es übrigens genau dort an der Tür. Das ist ein bisschen blöd. Aber ungefähr so. Huch. Ungefähr so habe ich mir das vorgestellt. Natürlich sind jetzt an den anderen Seiten noch keine Wände oder Außenfassaden drin oder so. Aber so hier, der ganze Stein hier, den wechseln wir noch zu Gras, zu richtigem Gras. Dass wir im Prinzip dann hier einen Weg lang führen können oder sowas. Dann kommen wir hier in das Haus und hier ist der Lag so. Gehen hier rein. So. Und hier sind dann natürlich überall Wände, ne? Ist alles verkleidet so. Aber ich will euch das so ein bisschen zeigen. Hier kann man dann so runter gucken und da sind keine keine Bibliotheken, keine Bücherregale, sondern man kann direkt von hier aus da runter gucken und da, und dann sieht man im Prinzip durch das Fenster durch, hier kann man dann runtergehen und hier ist dann alles verkleidet. Vielleicht stellen wir hier unten auch einfach den Enchanter hin. Ich glaube, vom Platz her ist das sogar perfekt, dass er da super gut hinpasst. Mal gucken. Und dann kann man im Prinzip hier hingehen. Und hier sind dann breitere Fenster und hier runter gucken. Vielleicht machen wir hier auch Glas hin. Einmal so eine Glasschicht, dass man hier so sich aufs Glas stellen kann im Prinzip. Und ja, hier ist dann Wand, Wand, Wand. Und hier ist Außenbereich. Ich denke mal, das wird ganz cool. Ich denke mal, in den nächsten Folgen, Wochen, Monaten wird hier so eine Menge geile Scheiße passieren, Alter. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao, meine Freunde.